der automatische Anrufbeantworter von Gisbert zu Kniphausen. Ich kann leider gar nicht ans Telefon gehen, denn ich fahre Fähre auf der Elbe. Tschüss. Manchmal glaube ich, dass ich zu leise bin. Dann schrei ich laut, halt meine Lieder in den Wind. Doch am allerlaut. Also wenn ich Lieder schreibe, ist immer erst die Musik da und die Melodie. Und ein paar Satzfetzen, Textfetzen, die ich dann versuche auszubauen. Aber ich habe immer mehr musikalische Ideen als textliche Ideen. Also stapelweise angefangene Lieder und dann bastel ich dann Text draus. Oder drauf. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ach, fick dich ins Knie. Melancholie, du kriegst mich nie klein. Fick dich in. Also meine Texte sind definitiv nicht nur melancholisch, aber die Leute hören halt die Melancholie da drin und machen eine Schublade auf, zack. Das ist ja wie bei jeder Musik, oder? Dann kriegt man halt so einen Stempel aufgedrückt. Aber ich finde, dass meine Lieder eigentlich auch ziemlich hoffnungsvoll sind. Also die sind alles Mögliche, die sind Komödie, Tragödie, was weiß ich was. Aber es steckt natürlich viel Melancholie drin, weil die immer mit reinkommt, wenn ich anfange Musik zu machen. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht hingekriegt, einen komplett fröhlichen Song zu schreiben. Hilflos zu sein, du bist so groß und machst dich selbst so seltsam klein. Du bist immer so fixiert auf das, was... Ich lasse mich manchmal gerne in meine kleinen schwarzen Löcher fallen und bemitleide mich selbst. Und aus dem Gefühl heraus ist dann das Spieglein-Spieglein-Lied entstanden als kleiner Arschtritt für mich selbst. Also es ist zwar in der zweiten Person geschrieben, als ob ich jemand anders damit meine, aber die Idee war eigentlich, ich stehe vorm Spiegel und der Spiegel fängt wie im Märchen an zu reden und sagt, das sieht verdammt scheiße aus, wenn du so guckst. Das war die Idee dahinter. Ich trag den schmierigen Stempel der Stadt auf der Stirn. Es dauert nicht mehr lang und er brennt sich mir ins... Naja, ich komme aus Hessen, aus einem kleinen Winzerdörfchen im Rheingau. Und bin ein paar Mal umgezogen und dann irgendwann in Hamburg gelandet, weil ich die Stadt schon immer schön fand. Ich war ja öfter mal zu Besuch. Und ich hier schon ein paar Leute kannte, die auch Musik machen und mit denen ich gerne was machen wollte. Und ja, das war mehr so eine Bauchentscheidung. Ich hatte Lust auf die Stadt. Genau. Weil Hamburg ist nett. Es ist eine gemütliche Großstadt. Hör mir zu, Kleines, hör mir zu, Kleines, hör mir zu. Ich will dein letztes Jagdwild sein. Also, lieber Marco, ich... Wünsche mir was ganz Feines zu essen. Nämlich selbstgemachte Frikadellen mit Kartoffelbrei und ein bisschen Gemüse und dieser leckeren braunen Fertigsoße. Das kriegst du hin, oder? Und ich verrenk mir mein Gehirn bloß, um zu sagen, was ich will. Es ist nicht viel, aber auf jeden Fall besser als Schweigen.